Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich muss schon wieder endlich sagen, das letzte Video ist eine Weile her, aber durch meinen Urlaub auf Teneriffa, dann die Osterfeiertage und den Start ins neue Semester war einfach sehr viel los. Nächste Woche ist auch schon die Leipziger Buchmesse. Ich bin unfassbar aufgeregt. Schreibt super gerne mal, ob ihr auch auf der Messe sein werdet. Das würde mich sehr interessieren. Aber zurück zum Thema. Ich wurde gefragt, ob ich ein paar englische Buchtipps sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene und ein paar Tipps zum Lesen auf Englisch im Allgemeinen geben kann. Und das mache ich natürlich super gerne. Ihr habt alle den Titel dieses Videos gelesen. Also, let's go. Herzlich willkommen zu diesem Video. Vielleicht erstmal zur Einordnung. Ich habe ziemlich jung mit dem Lesen auf Englisch angefangen und erstmal nichts verstanden. Ich musste quasi jedes zweite Wort nachschlagen und kam einfach nie in diesen Lesefluss rein. Und deshalb habe ich mir über die Jahre so ein paar Strategien angeeignet, wie ich da eben reingefunden habe. Natürlich hat sich mein Englischlevel auch nochmal stark verbessert und mittlerweile kann ich Englisch sehr, sehr flüssig lesen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viel ihr auf Englisch lest, ob ihr mehr lesen wollt oder ob ihr vielleicht sogar hauptsächlich auf Englisch lest. Da gibt es ja auch einige, die lieber das Original lesen als die Übersetzung. Also wie gesagt, ich hatte am Anfang so meine Schwierigkeiten. Deshalb mein allererster Tipp an euch. Rereadet Bücher auf Englisch, die ihr bereits auf Deutsch kennt. So habe ich nämlich angefangen. Und so habe ich damals zum ersten Mal die englische Übersetzung von Silber von Kerstin G. gelesen. Silber ist natürlich, wie wir alle wissen, ein Buch, das original im Deutschen ist. Und ich fand es damals einfach super spannend herauszufinden, wie sie ein deutsches Buch übersetzen und vor allem so ein paar Aspekte übersetzen, die meiner Meinung nach einfach schwierig auf anderen Sprachen funktionieren. Und das fand ich halt eben aus mehreren Aspekten super, super spannend und daher kann ich das auch sehr empfehlen. Nicht nur bei Büchern, die eben ursprünglich deutsch sind, sondern auch bei Büchern, die ihr bereits geliebt habt. Bei mir wäre es zum Beispiel sowas wie die Zone of Glass-Reihe von Sarah J. Maas. Die möchte ich unbedingt nochmal irgendwann auf Englisch lesen. Und wenn ihr eben schon super viel wisst aus der Welt, super viele Vokabeln kennt und die Geschichte kennt, dann könnt ihr euch komplett darauf konzentrieren, eben sich die Sprache anzuschauen und weniger ja mit dem Verständnis zu kämpfen. Deshalb würde ich sagen, das ist eine super, super gute Sache zum Einstieg. Es ist dann auch immer wieder lustig zu sehen, was eben anders übersetzt wurde. Beispielsweise bei Rubin Roth haben sie aus Gwendolyn Gwyneth gemacht und ich war nur so, hä? Aber das ist auf jeden Fall auch ein spannender Aspekt daran. Alternativ dazu, wenn man jetzt beispielsweise sagt, man möchte nicht unbedingt ein Buch doppelt kaufen, was man bereits kennt, dann könnte man auch zum Beispiel den Folgeband einer Reihe auf Englisch lesen, wo man die ersten Bände bereits auf Deutsch gelesen hat. Da tritt der gleiche Effekt ein. Man kennt die Umstände, die Welt, schwierige Begrifflichkeiten schon, aber hat zumindest in dem Fall noch was ganz Neues vor sich, eine ganz, ganz neue Geschichte. Das bietet sich natürlich besonders an bei Reihen, wo die Folgebände beispielsweise noch gar nicht auf Deutsch erschienen sind. Ich habe das zum Beispiel bei Once Upon a Broken Heart gemacht. Das ist der erste Band der Spin-Off-Reihe zur Caravelle-Reihe, die ich übrigens ganz, ganz doll geliebt habe. Und ich glaube, mir wäre das Lesen viel schwerer gefallen, wenn ich nicht schon diese ganzen Grundbegrifflichkeiten aus dem Caravelle-Universum gekannt hätte. Und deshalb auch das vielleicht ein Tipp für Einsteiger und insgesamt die Reihe kann ich sehr empfehlen. Mittlerweile bin ich ja ein bisschen älter geworden und würde sagen, mein Englischlevel hat sich auf jeden Fall sehr stark gesteigert. Ich würde es auch insgesamt schon als sehr gut bezeichnen, vor allem was das Verständnis angeht. Deshalb nochmal so als Tipp, ich werde gleich meine ganzen Buchempfehlungen mit euch teilen, aber schaut doch gerne immer mal vorher in die Leseprobe rein, denn ich finde, auf den ersten paar Seiten ist direkt ersichtlich, ob das Englischlevel zu einem selbst passt und das noch so als letzter kleiner Tipp. Ein ganz locker leichtes Englisch-Level hat die Hardstopper-Reihe. Das sind Graphic Novels. Was bedeutet das, dass eben hier hauptsächlich aus so Bildern besteht und die Sprache über Sprechblasen vermittelt wird? Das bedeutet natürlich auch, dass wenn man mal eine Vokabel auf Englisch nicht versteht, dass sie recht einfach im Kontext durch die Bilder zu erschließen ist. Daher sehr empfehlenswert für alle, die mit dem Englischlesen anfangen wollen, aber vielleicht auch jüngeren Leserinnen. Wobei ich nicht sagen würde, dass das Buch unbedingt eine alterstechnische Zielgruppe hat. Das ist eigentlich allen zu empfehlen. Eine zuckersüße Love Story. Ja, eine LGBTQ-Geschichte über zwei Jungs, Nick und Charlie, die sich ineinander verlieben und wirklich herzerwärmend und sehr, sehr empfehlenswert. Ähnlich verhält es sich auch mit Poesiebänden, weil da eben auch noch nicht allzu viel Text ist und man die in Ruhe lesen kann. Deshalb auch zum Einstieg geeignet, aber auch für Fortgeschrittene, weil Poesie, finde ich, in der Originalsprache einfach nochmal besonders wirkt. Ich habe persönlich mit den Poesiebänden von Atticus damals angefangen. Ich glaube, mein Favorit ist The Dark Between Stars. Ich habe mittlerweile alle von ihm gelesen, aber das ist immer etwas super Persönliches. Das hat mir aber besonders gut gefallen.
relativ allgemeingültig ist vielleicht die Aussage, dass Romance nochmal etwas einfacher als Einstieg ist als andere Genres, wie beispielsweise Dystopien oder Fantasy, weil da einfach nochmal ja so viel schwieriger ist, diese ganze neue Welt überhaupt zu verstehen und da einfach so viele unbekannte Wörter auch dran hängen, was schwieriger sein kann. Deshalb vielleicht ja auch für Einsteiger im Contemporary Romance oder New Adult Bereich sich da ein bisschen umschauen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich da noch nicht so viel auf Englisch gelesen habe. Ein Buch, was ich aber sehr empfehlen kann, ist The Spanish Love Deception. Ich würde jetzt hier nicht mal unbedingt sagen, dass das so ein unfassbar leichtes Level ist, da die Protagonistin im Engineering-Bereich arbeitet und auch da ein paar komplexere Begriffe gefallen sind. Aber nichtsdestotrotz kann ich das Buch sehr, sehr doll gerade auf Englisch empfehlen, weil ich auch die Übersetzung des zweiten Bandes auf Deutsch gelesen habe und ich eben im Vergleich dann dachte, es hat mir auf Englisch doch noch ein bisschen besser gefallen. Es kam noch etwas stärker bei mir an und vor allem hier die Kombination aus Englisch und Spanisch, da ich auch ein bisschen Spanisch spreche, fand ich wirklich super, super toll zu lesen. The Spanish Love Deception kann ich sehr empfehlen, besonders auch als Urlaubsbuch zum Beispiel. In The Spanish Love Deception geht es um Lina, die ihrer Familie die Lüge erzählt hat, dass sie zur Hochzeit ihrer Schwester ihren festen Freund mitbringen würde, den sie gar nicht hat. Das heißt, sie hat jetzt nur noch ein paar Tage Zeit, einen festen Freund zu finden oder jemanden, der ihren Freund vor ihrer Familie spielt und da opfert sich bereitwillig ihr Arbeitskollege Aaron für diesen Job. Das heißt, es geht hier um Fake Dating, es ist super locker leicht geschrieben und insgesamt sehr empfehlenswert. Wie gesagt, im Romance-Bereich habe ich noch nicht allzu viel gelesen. Was ich aber unbedingt lesen will auf Englisch ist Archer's Voice. Da habe ich schon super viel Gutes von gehört und ich höre auch immer, dass die Colleen Hoover Bücher auch einfach auf Englisch zu lesen sein sollen. Wobei ich bei Colleen Hoover immer sagen muss, es gibt manche Bücher, die mochte ich total gerne, andere finde ich nicht so krass empfehlenswert, da muss man für sich entscheiden, aber ich wollte es als Tipp hier nochmal aufnehmen. Passend zu meinem letzten Video kann ich aus dem Fiction-Bereich die Bücher von Taylor Jenkins Reid empfehlen. Ich habe da auf Englisch The Seven Husbands of Evelyn Hugo gelesen, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die anderen Bücher von ihr ebenso gut auf Englisch wirken können. Ich fand es hier halt eben echt toll, weil es mich so emotional getroffen hat, so erreicht hat und vor allem eben auch die englischen Zitate dann nochmal mehr manchmal auf mich einwirken können. Und ja, ich fand es sehr, sehr gut verständlich, sehr leicht zu lesen, weil es einfach so eine Sogwirkung auf mich hatte und deshalb kann ich dieses Buch insgesamt und auch auf Englisch sehr doll empfehlen. Über den Inhalt dieses Buchs habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Kurz gefasst, es geht um Evelyn Hugo, die so eine Art Marilyn Monroe in dieser fiktiven Welt ist und die in einem Interview über ihr Leben spricht und das macht sie in Etappen, die sie an den 7 Ehemännern, die sie in ihrem Leben hatte, festmacht. Das Buch offenbart aber noch einige Wendungen und Twists. Man wächst wirklich sehr nah mit den Charakteren zusammen und ich mochte es sehr, sehr gerne. Aus dem Dark Fantasy Dystopie Bereich kann ich, Überraschung, Überraschung, die Shatter-Me-Reihe sehr, sehr doll empfehlen. Ich habe alle Bände auf Englisch gelesen, einen davon auf Deutsch, hatte dadurch also den direkten Vergleich und muss sagen, auf Englisch kam es einfach nochmal viel, viel besser an. Die Reihe wird jetzt nochmal ganz neu auf Deutsch übersetzt, das heißt, für die Neuauflage kann ich jetzt nicht sprechen, sondern nur für die alten Bücher, aber hier fand ich es eben auf Englisch wirklich, wirklich wirkmächtig, weil eben ja, der Schreibstil sehr an den Gedanken der Protagonistin dran ist, sie sehr poetisch schreibt und das manchmal auf Deutsch gar nicht so übersetzt funktioniert und deshalb ist es so eine Mischung aus schweres und leichtes Englisch, weil sie manchmal wirklich komplexe Begrifflichkeiten benutzt, aber eben so nah an den Gedanken der Protagonistin ist, dass sehr schnell ein Lesefluss entsteht und ich habe das wirklich genauso gerne und schnell gelesen, wie ich deutsche Bücher lese, deshalb sehr, sehr, sehr empfehlenswert. In der Shatter Me-Reihe geht es um die Protagonistin Juliet, die Fähigkeit oder eher den Fluch hat, dass sie alle Menschen tötet oder zumindest foltert, die sie berührt. Und deshalb wird sie weggesperrt in ein Irrenhaus. Und von da aus entwickelt sich die Geschichte mit einem großen, großen Aufstand und anderen Menschen mit magischen Fähigkeiten. Wie gesagt, das Buch hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Oder die gesamte Reihe, eher gesagt. Sehr, sehr gerne auf Englisch gelesen habe ich die Plated Prisoner Reihe. Da sind bislang auf Englisch 4 Bände raus, die ich alle gelesen habe. Es kommt bald noch ein 5. Und die gesamte Reihe wird auch auf Deutsch beim Endlich Kiss Verlag übersetzt. Ich mochte die Reihe sehr, sehr gerne und jetzt reden wir mal über das Englisch-Level. Das war echt eher leichter zu verstehen, weil auch hier ist der Schreibstil sehr nah an den Gedanken der Protagonistin. Dadurch entsteht die Sogwirkung ganz, ganz, ganz stark, ein Lesefluss entsteht und ich habe zum Teil wirklich beim Lesen einfach vergessen, dass ich gerade nicht Deutsch lese. Und ja, das ist hier wirklich der Fall, dass selbst wenn man mal ein paar Vokabeln aus dieser Fantasy-Welt nicht direkt versteht, dass man da einfach wirklich drüber wegliest, weil es immer im Kontext zu erschließen ist, deshalb vom Englisch-Level her sehr zu empfehlen.
Dazu möchte ich aber unbedingt mal eine kurze Content-Warnung rausgeben, weil es jetzt nicht unbedingt ganz jungen Leserinnen zu empfehlen ist. Zwar ist das Englisch-Level eher leichter, dennoch sind ein paar Themen, die hier angesprochen werden, doch schwer und düster. Und deshalb muss man sich darauf auch einlassen können. Und ja, das möchte ich vorweg einmal stellen. Band 1 ist leider noch nicht so stark wie die restlichen Teile, aber in Gilt geht es eben darum, dass Oren, die komplett aus Gold besteht, von ihrem König eingesperrt wird und es geht mehr und mehr darum, wie sie eben daraus ausbricht, wie sie erkennt, dass das nicht so wirklich ein Leben ist und wie sie sich ihre Freiheit zurückerkämpft. Auf einem mittleren Englisch-Level würde ich Serpent and Dove ansiedeln, weil ich da auch ein bisschen jünger war, als ich das gelesen habe. Deshalb ist die Einschätzung vielleicht auch ein bisschen verschoben. Aber ich muss sagen, dass es hier so ein Fall war von, ich habe es zwar super gern gelesen, ich habe auch alles gut verstanden, aber ich habe es nicht so flüssig wie Deutsch gelesen, weil man dann doch über das ein oder andere gestolpert ist und ein bisschen reinfinden musste. Trotzdem lohnt sich die Geschichte total. Ich fand sie nämlich echt, echt gut, auch wenn ich die Folgebände noch nicht zu Ende gelesen habe. Kurz gefasst geht es um eine Hexe und einen Hexenjäger, um Religiosität auf der einen und Sünde auf der anderen Seite. Ich mochte das Buch total und es hat ein Empfehlungsschreiben von Sarah J. Maas bekommen, also mehr braucht man ja eigentlich gar nicht wissen. Auch eine dieser Reihen, die ich erst auf Deutsch und dann nochmal auf Englisch rereadet habe, ist die Plötzlich-Fee-Reihe von Julie Kagawa oder auf Englisch The Iron Fae. Die kann ich auch sehr empfehlen. Es ist etwas länger her, dass ich sie gelesen habe, aber ich wollte sie in diesem Video nicht unerwähnt lassen, weil ich auch da finde, dass es eben so eine ganz gute Mischung ist aus inhaltlich nicht allzu komplex, aber trotzdem eben auf einem Englisch-Level, das nicht ganz, ganz, ganz einfach ist, zum Einstieg eignet, aber auch eben für Leute, die eben auf diesem mittleren Englischniveau sind oder auch schon auf dem fortgeschrittenen Niveau. Etwas schwieriger auf Englisch verständlich, auch aufgrund des komplexen Inhaltes, fand ich The Invisible Life of Addie LaRue auch eins meiner Highlights des letzten Jahres und daher sehr, sehr, sehr doll zu empfehlen. Aber es war ein Buch, was ich wirklich langsam gelesen habe, wo ich mich immer wieder sehr stark konzentrieren musste und es auch oft dann lieber über den Tag hinweg gelesen habe, als so spät abends, wenn ich mich gar nicht mehr so doll konzentrieren konnte. Deshalb würde ich hier sagen, das ist wirklich eher für fortgeschrittene Englisch-Levels gedacht und ja, ansonsten auch auf Deutsch zu lesen natürlich. Die Geschichte ist aber echt, echt, echt empfehlenswert. Auch über dieses Buch habe ich schon ein paar Mal gesprochen, deshalb nur ganz kurz. Es geht um Addie LaRue, die sich mehr von ihrem Leben erhofft und deshalb zu dem Teufel betet, mit ihm einen Pakt abschließt und so ein bisschen mehr oder weniger über den Tisch gezogen wird. Sie bekommt zwar Unsterblichkeit, aber der große Haken an der Sache ist, jedes Mal, wenn sie eine neue Person kennenlernt, jemandem begegnet, vergisst diese sie sofort, sobald sie den Raum verlässt. Das zieht super viele Probleme nach sich, was ich zuerst auch gar nicht gedacht hätte. Beispielsweise, sie kann ja, auch wenn sie unsterblich ist, niemals einen Job haben, weil niemand würde sie wiedererkennen am nächsten Tag oder eine Wohnung mieten, weil niemand würde sie wiedererkennen. Und ja, all diese Probleme, die das Vergessen und Erinnern mit sich zieht und ja, der ganze Wert von Leben, Sinn des Lebens, das wird hier thematisiert. Es ist ein nostalgisches, ein melancholisches Buch, deshalb wie gesagt auch auf Englisch etwas komplexer, aber insgesamt sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ich glaube tatsächlich, in meinem Regal finde ich so einige Bücher, die ich eventuell besser im englischen Original gelesen hätte, als in der deutschen Übersetzung. Ich denke da beispielsweise an Court of Sun, das heißt auf Englisch These Hollow Vows und Welch grausame Gnade, das heißt auf Englisch These Violent Delights. Von beiden Büchern war ich etwas enttäuscht, gerade weil sie so einen großen Hype im englischsprachigen Raum haben. Da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass es eventuell an der Übersetzung liegen könnte. Und insgesamt kann ich sagen, dass ich echt ein paar mehr Bücher noch auf Englisch lesen möchte. Das heißt, falls ihr noch Empfehlungen habt, schreibt mir das super, super gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich könnte ein ganzes weiteres Video damit füllen, über meine Buchwunschliste von englischsprachigen Büchern zu sprechen. Aber an dieser Stelle würde ich das Video dann einmal beenden. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Come and fly.